Hi zusammen, Stefan hier und heute zeige ich euch, warum ich YouTube-Werbung schalte und warum ihr das auch machen solltet. Vielleicht habt ihr schon so Werbeanzeigen von mir hier bei YouTube gesehen und ich will euch jetzt mal so ein bisschen behind the scenes mitnehmen. Ich zeige euch mal so ein bisschen die Zahlen und ihr werdet wirklich, glaube ich, überrascht sein, warum man das machen sollte aus Marketing-Sicht. Ich würde sagen, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, los geht's. Lasst euch jetzt nicht hier von den Zahlen hier abschrecken, das wird jetzt vielleicht ein bisschen technisch in Anführungszeichen, aber glaubt mir, es lohnt sich da dran zu bleiben. Ihr seht jetzt hier ein Video von mir und zwar ist es das Video YouTube Views bzw. bei 0 Abos steigen, wie man das da vorgeht. Ja. Und jetzt habe ich hier oben, ihr seht hier oben, Moment, seht ihr oben rechts, habe ich eine Woche jetzt ausgewählt hier im August. Die Zahlen, schauen wir uns jetzt mal die Zahlen an. Also ich habe praktisch hier eine Anzeige bei Google geschalten. Google Ads ist es hier, das ist das Konto von mir. Und ihr seht, diese Anzeige, ihr seht es hier, wurde 74.000 Mal angezeigt, okay? Ich habe dafür ausgegeben 21 Euro. Das bedeutet, dass man erst aus Branding-Sicht, dass 74.000 Leute mein Gesicht hier gesehen haben, was schon mal nicht so schlecht ist. Wie gesagt, nur aus dem Gesichtspunkt, dass die Leute dann halt einen Wiedererkennungswert haben und wissen, wer ich bin. 1600 Klicks für dieses Video generiert, also 1600 Aufrufe und habe dafür gezahlt gerade mal einen Cent pro Aufruf. Ja. CPV bedeutet, ja, wie viel kostet ein View, und wenn man das eben optimiert und eben weiß, sag ich mal, wie man dieses ganze System so ein bisschen bedient, da kriegt man das hier auf einen Cent hin und billiger geht es einfach nicht. Also weniger als einen Cent kann man leider nicht zahlen. Sonst würde ich wahrscheinlich auch unter 1 Cent hinkriegen, aber es geht einfach nicht, ja. Also ihr seht jetzt hier, die 99 bedeuten hier, 99 Aufrufe wurden noch generiert auf andere Videos. Das heißt, das sind dann Aufrufe, die ich praktisch kostenlos dazu bekommen haben, die dann ein Video von mir geschaut haben und dann eben andere Videos noch angeschaut. Und jetzt wird es halt langsam interessant, weil jetzt kommt erstmal das erste. Abonnenten 33. Wir sind jetzt bei 21 Euro, 33 Abonnenten. Wie gesagt, ich finde es ein guter Wert. Ich zahle nicht mal 1 Euro für einen Abonnent. Das heißt, kann man sich ausrechnen, wenn man 10.000 Abonnenten haben will, zahlt man eben letztendlich nicht mal 10.000 Euro. Ja, wie gesagt, ihr seid jetzt so, oh mein Gott, 10.000 Euro. Für ein Unternehmen ist das jetzt nicht sonderlich viel Geld, ja. So, und was jetzt aber viel, viel wichtiger ist, ist, wenn wir jetzt hier rübergehen, seht ihr die Videowiedergabe. Und das ist zum Beispiel was, was YouTube-Werbung so unglaublich besser macht als TV-Werbung. Man sieht genau, wie lange die Leute das Video angeschaut haben. Und man sieht jetzt hier, das Video wurde jeder vierte, also 25% hat es fast zu Ende geschaut, 75% angeschaut. Und das sind halt Werte, mit denen kann man arbeiten. Wenn man ein Video hat, wo letztendlich dann nicht angeschaut wird, muss man natürlich das Video überarbeiten. So, jetzt gehen wir weiter. Und jetzt wird es super interessant. Kosten pro Conversion. Ja, in diesem Video, und das ist jetzt ein bisschen das, was ich euch damit hier mitgeben will, wird praktisch meine Webseite beworben. Also ich versuche in dem Video die Leute dann auf meine Webseite zu kriegen, dass sie sich eben da eintragen, und in dem Fall kostet mich ein Lead. Lead nennt sich das, wenn sich jemand zum Beispiel für die, ja, seine E-Mail-Adresse einträgt oder sowas, zahle ich hier 80 Cent. Ich habe 27 Conversions damit erzielt und 80 Cent für einen Lead gezahlt. Also ein Lead bedeutet ein Interessent. Ja, wenn ihr ein Produkt habt, wenn ihr irgendwas verkauft oder irgendeinen Service anbietet, dann habt ihr praktisch für 80 Cent hier an Interessenten gewonnen. Was in meinen Augen ziemlich günstig ist. So, und wenn wir jetzt hier weitergehen, was eben noch super wichtig ist, man kann jetzt hier die demografischen Merkmale eben eingeben. Man kann genau sagen, wer schaut es an. Ich habe zum Beispiel hier Leute unter 18 eben ausgestellt, weil die mich nicht wirklich interessieren in dem Fall. Und ihr seht genau, wie viel Prozent jedes einzelne Alterssegment angeschaut. Also ihr könnt dann zum Beispiel hier optimieren, wie, sage ich mal, die, wenn zum Beispiel Leute, die über 60 sind, das Video nicht anschauen, kann man sie hier eben ausschließen. Das gleiche geht übrigens auch mit Geschlecht. Man kann hier sehen, dass zum Beispiel Männer mein Video viel, viel, viel eher angeschaut haben als Frauen. Ja, ihr seht, nur 14% der Frauen haben das bis zur Mitte angeschaut, also theoretisch, und das mache ich jetzt wahrscheinlich auch hier, kann ich das hier ausstellen, ja. Weil hier kann man dann eben optimieren und sagen, okay, wenn sie das Video nicht anschauen, man sieht dann eben auch hier hinten 0 Conversions. Alle Conversions kamen von Männern oder von Unbekannten. Also praktisch, wo Google nicht weiß, ob es Männer oder Frauen sind. Dementsprechend kann man eben hier optimieren. Und es sind so unglaublich mächtige Tools, also für mich persönlich als Marketingmensch,
unglaublich mächtiges Werkzeug, mit dem ich eben hier arbeite und was ich eben auch vielen Kunden eben ans Herz lege, dass wenn sie ein Video haben, das mal ausprobieren oder eben, dass wir gemeinsam sowas aufsetzen und optimieren, weil man dann kann da so günstig eben, ja, eben Leads und Sales generieren und Kunden generieren. Und wenn sie kein Video haben, bieten wir eben auch bei uns, wir haben ja ein eigenes Videostudio eben auch an, Videos für sie zu produzieren. Da gibt es verschiedene Methoden. Also wenn euch generell mal interessiert, dass ihr da jemanden sucht, der euch da supportet, dann schaut unten auf meiner Webseite vorbei. Wie gesagt, wir bauen da gerade mächtig auf, was das ganze Thema angeht. Ich sag euch wirklich, das ist ein super Geheimtipp in meinen Augen, dass ihr das machen solltet. Und wie gesagt, wenn ihr nur wachsen wollt bei YouTube, ist das natürlich auch eine super Methode. Und warum ich das jetzt mache, und das ist halt der ganz, ganz wichtige Punkt, jetzt gehen wir nochmal auf die Anzeige. Diese 21 Euro, wo ich hier ausgegeben habe, in dieser einen Woche, die bekomme ich ja wieder zurück, weil ich was praktisch hier verkaufe. Also ihr kennt vielleicht mein Online-Coaching-Programm, was ich hier darüber bewerbe. Und dementsprechend ist mein bester Tipp, den ich den Leuten geben kann, die einfach nur wachsen wollen. Wenn ihr irgendwas verkauft auf eurer Webseite oder irgendwie Geld mit euren Videos macht, zum Beispiel mit Affiliate-Marketing oder sowas, dann habt ihr auch die Möglichkeit, Geld zu investieren. Und diese 33 Abonnenten kosten mich nichts, beziehungsweise verdiene ich damit sogar noch was. Das heißt, ich baue was auf. Wenn mein Ziel jetzt wäre, ich will Influencer werden, was ist überhaupt nicht wirklich mein Ziel hier ist, dann würde ich genau diese Strategie fahren. Ja, also wenn jemand zu mir, ich habe das auch schon für andere Kunden gemacht, dass ich eben genau diese Strategie gemacht habe, dass wir gesagt haben, wir verkaufen vom ersten Tag an und dann kann man eben wachsen, wachsen, wachsen. Das ist, das geht jetzt ein bisschen zu weit, aber das ist eine mega, mega mäßige Strategie, wenn man einfach nur wachsen will und es ist praktisch in Anführungszeichen umsonst. Ja, das ist mal so ein kleiner Einblick gewesen. Ich hoffe, dass das den einen oder anderen mal so ein bisschen die Augen geöffnet hat, so was, ja, was Werbung bei YouTube eben letztendlich bewirken kann, wie mächtig das Ganze sein kann, wenn man eben weiß, wie es geht, wenn man weiß, wie man das Ganze eben einstellt, wenn man weiß, wie man die Videos macht und all diese ganzen Dinge umsetzt. Jo, das war's für heute. Liked es, wenn ihr mehr solche Insights haben wollt und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei den nächsten Videos. Ciao, Stefan. We'll be right back.